Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Mirage. Wir müssen zur Haus der Weisheit. Beim letzten Mal haben wir ja schön die Schatzmeisterin um die Ecke gebracht. Und ihr fehlt, glaube ich, nicht mehr. Zumindest, wenn man so den Plan anschaut. Also die Aufträge, die wir so haben, beziehungsweise die wir noch bekommen. So, ich würde sagen, wir laufen erstmal zu Amats Werkstatt im Haus der Weisheit. Bin sehr gespannt. Oh, ich habe Mord entdeckt. Schreibstube. Wahnsinn. Okay, noch 130 Meter. Bin schon ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Ich habe jetzt ein bisschen so Informations gesammelt. Ich habe erfahren, dass Assassin's Creed Mirage der erste Teil ist, wo Assassinen angefangen haben, Rauchbomben und so Sachen zu benutzen. Anscheinend war das vorher nicht so. So, okay, ich dachte, ich darf da nicht rein, deswegen habe ich kurz gezögert. Oh, was ist da los? Da warten ein paar Peoples. Leute, beruhigt euch! Das Feuer war klein und ist unter Kontrolle. Aras Zorn kommt über uns. Die meisten unserer Bücher sind sicher. Die Gefahr ist vorbei. Alter Mann, wie brach dieses Feuer aus? Alter Mann? Ja, Fasil Fahim ist alt. So alt wie das Haus der Weisheit, das er leitet. Vergib mir, Meister. Ich sprach voreilig. Kann ich helfen? Nein. Das Feuer wurde von der Eimertruppe des Wassermeisters gelöscht. Wo finde ich Ahmad? Ich suche einen gewissen Ahmad ibn Musa. Ja, er hat hier eine Werkstatt, aber ich habe ihn eine Weile nicht gesprochen. Was ist hier geschehen? Er hat dieses Feuer gelegt. Unruhestifter, denke ich. Genauer gesagt, Feinde des Kalifen. Was für Bücher haben sie denn verbrannt? Das lässt sich noch nicht sagen. Der Buchwart könnte vielleicht etwas wissen. Friede sei mit dir, Ältester. Ich muss gehen. Ich muss immer noch Ahmad ibn Musa finden. Sollte aber auch in der Bibliothek mit dem Buchwart sprechen. Oh, da vorne ist wieder ein Ding zum Einsammeln. Ja, also ich muss mal wieder mehrere Sachen machen. Also ich habe mehrere Fälle. Dann schauen wir doch mal. Nachforschung war das. Perfekt. So. Oh. Genau, das ist ja der letzte, oder? Oder, nee, das ist Darwin. Ja, genau. Es fehlt ja eigentlich... Nee, warte mal. Ja, doch, genau. Der da unten fehlt noch. Glaube ich. Ich habe halt keine Ahnung. Es kann auch sein, dass es noch ein paar mehr sind. Aber das, der Teil soll ja recht kurz sein. Und ich behaupte, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Ja gut, wir gehen ja anscheinend erstmal zum Buchwart. Oder wir finden, versuchen erstmal zu finden. Was ist das denn? Wo ist Tunane? Er schuldet mir Geld. Weiß ich nicht. Ich sollte mich mal im zweiten Stock umsehen. Um die Bibliothek herum wurden Wachen auf mich. Ich wollte das Ziel des Weisen lesen. Aber es ist dem Feuer zum Opfer gefallen. Wer hat all diese seltenen und strittigen Bücher verbrannt? Okay. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich hier nicht rein darf, aber gut. Gott. Nix da. Arm. Okay, so. Ja, es war ein bisschen unüberlegt. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ist gut bewacht. Da muss etwas passiert sein. Okay, geschätzter Mentor. Okay, ich soll ja in den zweiten Stock, hieß es. Ja, da hinten ist gleich noch einer. Ich sehe es gerade nicht richtig. Jetzt. Da sind sogar noch mehr als nur einer. Auf
Augenblick. Okay, perfekt. Ich wollte den hinteren erwischen. Dabei wurde den vorderen erwischt. Ja, perfekt. Hast du dich alles geplant? Aber hier ist irgendwie auch nichts. Haben wir denn da? Angemessen Bibliotheksverhalten. Okay, da könnte man einfach nur lang. Ja, natürlich. Ey, dieses Spiel mit diesen ganzen verriegelten Türen. Ey. Oh mein Gott, ist das nervig. Warte mal, wo komme ich hier hin? Finde ich schön, dass du direkt rausjumpst. Okay, hier ist eigentlich soweit nichts. Oh, wobei. Scheint ja schon. Naja, mal gucken. Vielleicht ja auch nicht. Vielleicht sieht es auch nur so aus bisher. Okay, da ist jemand. Nicht mehr weg, wenn ich mit dir fertig Kamera. Bin. Der Spaß ist vorbei. Nee, du machst hier nichts, Alter. Da kommst du nicht durch, du Narr. Boah. Ey, das war jetzt schon... Oh Gott, mir fehlt die Ausdauer. Oh. Jetzt wird das Fleisch gehackt. Was zur Hölle? So, jetzt aber, komm. Quatsch. So, was haben wir hier? Truhen riegeln. Oh. Ein paar Materialien. Ja, hier ist die Seite, wo ich die Tür aufbekomme. Schön, dann haben wir das auch. Wie man das ganze Holz einfach so kaputt. Einfach weil ich so ein anderes Holzstück anhebe, bricht das andere. Das ist halt auch so interesting immer. Okay. Hier geht's nicht raus. Okay, das hat mal wieder keiner mitbekommen. Genauso wie wir es mögen. Sieht halt alles aus, als wäre es irgendwie irgendwo wichtig. Du, bleib bei mir. Hihi. Oh mein Gott. Ey, es lief ja ganz gut, ey. Easy weggeschnetzelt hier. Ich hätte gern mein Messer wieder zurück. So. Okay, sonst haben wir hier irgendwas Interessantes? Nein, ne? Oh, das ist eine Truhe. Ich habe das Gefühl, ich bin komplett falsch. Es muss doch hier irgendwo was geben. Was? Oh. Hoppala. Okay. Bin zu unvorsichtig. Hoppala. Also die Kamera, die ist manchmal, die denkt sich manchmal auch so, ey, ist viel zu eng hier, Mann. Weiß nicht, wo ich mich positionieren soll. Hier sind alles keine wichtigen Zettel. Ja, hier geht's wohl nirgendwo mehr weiter. Muss ich da vielleicht drüben runter? Ist ganz schön hell hier, ne? Oh, warte mal, da lang. Da ging's runter. Nein, echt jetzt? Das ist einfach nur so. Hier komme ich nicht. Wow. Schön. Aber wenn hier nichts ist... Ist halt echt runter, ne? Gut. Schau ich mal, wo geht's denn hier runter? Wo geht's hier raus?
Geht's irgendwas raus? Hier geht's irgendwie raus. Hä? War der Typ vorher auch schon da? Oh, da scheint noch jemand zu sein. Moin! Boom! Alter, ein fetter Ritter! Oh, shit! Oh! Ach du Scheiße. Alter, das ist ja richtig scheiße mit dem anderen Typen. Aua. Alter, der Typ muss weg. So, jetzt aber. Zack. Okay, ich merke schon, die mit den Schwertern, die sind deutlich gefährlicher als die mit den fetten Dingern. Ja, gut. Ne, tragen will ich keinen. Ja, der war ja hier irgendwie. Da ist der Buchwart. Er ist tot. Aber er konnte mit seinem Blut noch Manzach schreiben. Ich frage mich. Er hat etwas in der Hand. Stoff vom Gewand einer Frau. Wer ist sie? Seltsame Feuer und ein toter Wart. Schrecklich. Ich muss mich beeilen. Beeilen? Warum beeilen? Alter, wie kommt man hier raus? Ich will raus. Ich komme nirgends raus. Alle Türen sind Traps. Keine Tür lässt mich hier raus. Huch, Alter, ich dachte gerade, oh mein Gott, da schwebt auf einmal so ein Teppich rum. Ah, hier geht's raus. Ui. Okay. Oh, schau mal den Baum da drüben. So, zack. Weiß nicht, ob ich da hin muss. Ah, ich gehe einfach mal dahin. Hup. Oh, das sind auch viele Feinde. Ich kletter mal da hoch. Vielleicht ist da auch irgendjemand, der Akinu. Vergesst jedes Mal wieder, wie das Viech heißt, abschießen könnte. Aber wahrscheinlich eher nicht. Früher wäre das halt 100% ein Aussichtspunkt. Aber hier anscheinend nicht. Why not? I don't know. Okay, gut, schauen wir mal. Achso, nee. Ich bedarf deine Augen, Sadiki. Da sind welche, da hinten. Und da unten auch. Quatsch. Wo noch? Oder war es das schon? Nee. Da ist noch einer. Da tatsächlich recht wenige. Außer drinnen, da waren halt echt viele. Die Rauchbombe sollte ich vielleicht auch irgendwie mal anfangen öfter zu benutzen, glaube ich. Ja, moin. Oh, ich schon gesehen. Aber sonst scheint ja doch sehr ruhig zu sein. Ich weiß, ich gucke dieses Mal nicht so extrem detailreich wie sonst. Was ist da hinten? Achso, da sind noch solche. Irgendwo da ist auch noch einer. Sonst war's das wohl. Naja. Bringt mir alles nichts. Ich hab da hinten einen Auftrag. Aber da unten ist auch noch irgendwas.
Oder? Oh mein Gott. Oh, oh. Oh, Schmerzen. Oh. Hey, wie? Ich habe ein Hilfsmittel schon wieder verloren. Was soll denn das? Gib mir mein Zeug wieder. Hoppala. Naja, komm hier mal lang, ey. Quatsch. Oh, scheiße, voll daneben geschmissen. Das gibt's doch nicht. Sag. So, gib mir meine Messer wieder. Ich hab's nur einen bekommen, weil ich die anderen verschmissen habe. Ey, was eine Scheiße. Das ist ja wirklich richtig ätzend. Oh. Hier scheint trotzdem nichts mehr zu sein. Hinten ist halt irgendwas. Oder da drinnen oder so. Ja, okay, es ist halt, weiß ich nicht, wie ich da reinkommen soll. Hier geht's immer wieder nicht. War ja klar. War ja klar. Also eigentlich soll ich anscheinend weg von hier. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier noch irgendwas ist. Aber gut. Vielleicht täusche ich mich auch. So. Ja, dann hauen wir mal ab, ne? So, zack. Zack. Zack, einmal runter. Schneller. Komm, Basim. Was los? Los! Das fand ich in den älteren Assassin's Creed-Teilen beim zweiten zum Beispiel schon viel besser, wenn ich da gesagt habe, hey, lass los, dann lässt er doch einfach los. Und hier muss er immer überlegen, so, ja, nee, da kann ich jetzt, nein, ich lass nicht los, weil da komme ich nicht hin. Nee, das macht jetzt, nein, das will ich nicht. Super nervig. So, okay. Da hinten soll ich rein. Okay, good to know. Ups. Ich halte besser die Augen offen. Krieg ich mein Messer wieder? Danke. Hey. Irgendeinen habe ich gerade gesehen. Ah ja, der Typ. Hoppala, wer hat mich gesehen? Ich bin der Mann in den Rosen. Augenblick. Ein Gefangener. Hier. Die Wache hat vielleicht den Schlüssel. Hab doch ein Herz. Der Mann hat seit Tagen nichts Ordentliches mitgebracht. Wir haben unsere Befehle. Niemand darf zu dem Gast hinein. Nein, Alter. Oh, ich hasse diese Steuerung wirklich. Ey, dumm. Ey, es ist so dumm. Meine Güte. Jetzt ist der Typ trotzdem tot, oder was? Oh, es nervt. So, ich will mal mein Messer haben. Komm, kletter mal ein bisschen schneller, Basim. Zack. Okay, der Typ ist wahrscheinlich wichtig, weswegen ich Kino wahrscheinlich nicht rufen sollte. Zack. Kein Problem, Mann. Ich hab zwar nur ein Messer, aber kein Problem. So.
Okay, irgendeiner hat einen Schlüssel. Ich weiß nicht wer. Nur gehört. Ach, da ja. Wow. Schwert des Abbasidenritters. Ach lol, wieso ist der denn tot? Damit habe ich nichts zu tun. Ja gut, aber ich würde sagen, dann war es das erstmal mit der Folge. Deswegen bis zum nächsten Mal. Guantanamo. Tschüssi.